Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir Interfaces definieren können und haben festgestellt, dass wir in Interfaces ausschließlich abstrakte Vorgaben für Klassen, die das Interface implementieren, machen können. Und genau das möchten wir jetzt mal machen. Wir möchten ein neues Interface bauen, das eben bestimmte Mitglieder vorgibt und das dann in einer Klasse implementieren. Und dazu benutzen wir einfach genau dieses Beispiel, was wir hier schon haben, und bauen jetzt einfach mal ein Interface, das genau den gleichen Zweck erfüllt wie dieser Mitarbeiterverwalter, den wir hier eingesetzt haben. Also wir haben hier ja zwei abstrakte Methoden in dieser abstrakten Klasse vorgegeben und wir bauen dazu ein entsprechendes Interface, das eben genau das gleiche macht. Wir nennen das eben iMitarbeiterverwalter. Und wir haben hier eben eine Methode drin, Mitarbeiter lade Mitarbeiter. Und wir haben hier eine Methode noch, speichere Mitarbeiter. So, wir sehen den Unterschied, wie auch letztes Video schon angemerkt, keine Modifizierer sind hier bei diesen Methoden mit dabei. Und ansonsten haben wir eben statt einer abstrakten Klasse hier ein Interface definiert, was eben mit einem I beginnt, mit einem großen I, als Indikator dafür, dass es ein Interface ist. Und dann möchten wir jetzt mal diese Sachen in einer Klasse implementieren. Dazu schreibe ich eben den DB für Datenbank Mitarbeiter Verwalter, damit wir nicht in Namenskonflikt mit dieser Version hier kommen. Ich muss ja für meine Typen eben eindeutige Namen verwenden und wenn ich jetzt eine neue Klasse, die im Prinzip das gleiche machen würde, eben einsetze, dann geht das nicht. Wenn ich ein Interface implementieren möchte, dann gebe ich wie gewohnt diesen Doppelpunkt nach dem Klassenbezeichner an, wie wir es schon beim Ableiten von anderen Klassen gewohnt sind, und geben hier jetzt den Interface-Namen an. Und wir sehen hier schon, jetzt meckert der Compiler, hey, du möchtest von diesem Interface ableiten, beziehungsweise der genaue Term ist eigentlich wirklich dieses Interface implementieren, aber du hast die entsprechenden Member dazu nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze ausschaut. Wir würden hier einfach eine ganz normale Methode machen, die eben public ist. Und das Gewohnte, hier würden wir Mitarbeiter aus einer Datenbank laden. Aber ich mache das hier jetzt nicht wirklich explizit. A, wissen wir es noch nicht, wie es geht. Zweitens kommt es jetzt auf diese entsprechende Funktionalität hier auch gar nicht an. Und was wir natürlich auch brauchen, ist eine Methode, die speichere Mitarbeiter heißt. Und wir kriegen hier ein Array eben rein, die hier würden wir Mitarbeiter in einer Datenbank speichern. So. Okay. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wir schieben diese Klasse mal in eine eigene Datei und holen uns diese ursprüngliche Implementierung von Datenbankmitarbeiter mal dazu, dann sehen wir hier jetzt die Unterschiede zwischen dem Implementieren eines Interfaces und dem Ableiten einer puren abstrakten Klasse. Wir sehen hier, dass unsere Methoden, die wir definieren, um das Interface zu erfüllen, ganz normal definiert werden. Insbesondere ganz normal, als dass wir keinen Override benutzen, um diese Methoden zu überschreiben.
Und genau das ist auch ein großer Unterschied zwischen abstrakten Klassen mit abstrakten Members und Interfaces. Wir haben hier nämlich, man sieht es am Override, keine dynamische Bindung, wenn wir dieses Mitglied hier aufrufen. Ne? Wir wissen ja, sobald wir Override haben, egal ob wir damit abstrakte Methoden oder eben virtuelle Methoden überschreiben, was beim Aufruf über eine bestimmte Referenz geschieht, ist, dass wir die dynamische Bindung haben. Wir schauen also zur Laufzeit nach, welcher Typ hat das entsprechende Objekt hinter der Referenz und wird innerhalb der Vererbungslinie diese Methode in irgendeiner Form noch überschrieben. Genau das tritt eben bei Interfaces nicht auf, wie wir sehen. Also wir definieren, wenn wir Interfaces implementieren, unsere Mitglieder ganz normal und das ist auch schon der große Unterschied letztendlich. Es gibt dann noch Möglichkeiten, dass man eben nicht nur ein Interface implementiert, sondern auch mehrere in einer Klasse. Das schauen wir aber in einem späteren Video an. Das steht aber dann im Gegensatz zu Klassen. Wir können wirklich nur von einer einzigen Klasse innerhalb einer anderen Klasse eben ableiten. Ansonsten haben wir keine andere Möglichkeit. Was auch noch wichtig ist, wenn unsere Klasse public ist und unser Interface auch public, was ja im üblichen der Normalfall ist, dann müssen wir diese Interface-Mitglieder auch public implementieren. Wenn wir hier jetzt sagen, oh nee, ich möchte das bitte bloß protected haben, dann sehen wir, dass wir hier eben einen Compiler-Fehler bekommen und der sagt uns schon, den ziehe ich mal zur Seite, dass wir eben diese Lademitarbeiter-Methode nicht implementieren können als nicht public, wie dieser Tooltip hier sagt. Genau das ist auch das, was man eben beachten muss. Üblicherweise möchte man aber eben mit diesen Abstraktionen, also auch Interfaces, bilden letztendlich eine Abstraktion. Sie geben vor, wie eine API von einem Objekt auszusehen hat, ohne dass man wirklich hier schon eine Implementierung reinschreibt, genauso wie hier oben bei dieser abstrakten Klasse. Genauso sollten eigentlich sämtliche Mitglieder hier public sein. Also wenn ich das Interface public mache, sind automatisch letztendlich dadurch alle Mitglieder eines Interfaces public. Okay, dann fasse ich es nochmal kurz zusammen. Wir haben eben ein Beispiel-Interface gemacht, das iMitarbeiterVerwalter heißt. Wir haben es implementiert in einer neuen Klasse, die wir eben so benannt haben, damit wir nicht in Namenskonflikt mit der anderen Klasse kommen. Wir haben gesehen, wir implementieren Interface-Mitglieder, als wären sie ganz normale Mitglieder, ohne dass wir Override einsetzen. Und wir haben dabei auch mitbekommen, dass eben beim Aufruf dieser Methoden keine dynamische Bindung eingesetzt wird im Vergleich zu abstrakten oder virtuellen Methoden, die wir überschreiben. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir schauen uns im nächsten Video die ist eine Beziehung bei Interfaces an und ich sage bis bald.